So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Zusammen mit der Tana, der Aloexis. Hallo. Dem Kuga natürlich. Hi, Ups, und mir, dem Zovarok, der fast hier runtergefallen wäre. Endlich, nach einer Woche Pause, sind wir wieder da. Juhu. Inmitten der Apokalypse. Ja. Und ziehen um. Und sind sobald wir sind fast beim Umziehen. Halt. Naja, wir bereiten gerade ein bisschen vor. Genau, wir wollen ja in die Stadt. Weil die Hütte hier so ein bisschen im Abseits ist. Aber sicher ist sie auf jeden Fall. Also da kannst du sagen, was du willst. Noch ist keiner reingekommen. Hast du dir auch genug Holz mitgenommen? Holz? Wofür? Ja, du musst die Du musst die Frames erst mit Holz verkleiden, bevor bevor du mit du dran Beton warst. reingeben kannst. Echt? Ja, weil Kugalok leckt gerade wieder. Der ist schon wieder am Lecken. Der Meine ist schon wieder Güte. am Lecken. Das Der leckt nur rum. Schleckermaul. So. Krieg gleich einen Arsch voll. Nee, aber du brauchst auf jeden Fall sehr viel Holz. Ach so, dann werde ich ein bisschen Holz besorgen. Organisieren. Hier Ja, steht ja. ich mache hier unten noch Zement. Beton fertig und Zement. Hier steht ja Und einiges. Spikes mache ich nebenbei ja auch noch. Genau. Hier steht ja einiges rum, was gerne mitgenommen werden möchte. Und da fange ich schon mal an und baue das den Grundriss Grundriss. von Wolltest du der. schon mal alleine in die City laufen? Ja. Oder was mit? Hier noch einer? Kuga, bist du gerade bei mir hier? Ich bin Werkbank Ich und fliege gerade raus. tschüss. Fliege gerade raus. Tatsächlich. Bin rausgeflogen. Warum fliegst du denn raus? Weiß ich nicht. Warte Moment. Ich muss mal eben ein anderes Bild anmachen. Wegen, ne? Ja. Daten. Ich habe ja schon Pause, Stream-Bildschirm. Gute, man kann immer umstellen. Ja, das stimmt. Man ist flexibel. Aber ihr müsstet mich doch jetzt eigentlich ganz gut hören. Ich habe doch nur einen 25er Ping. Ja, aber jetzt gerade warst du nicht zu verstehen. Verstehe ich nicht. Wo du das mit Zement und Holz erklären wolltest. Ah, warte mal. Warte mal. Warte, So, warte. leck ich jetzt wieder? Noch nicht. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht, weil ich in eine Workbench geguckt habe und der da am Craften war, dass da vielleicht, keine Ahnung. Das kann natürlich sein, aber. Möglich, ne? Aber nee, ist es nicht, weil sonst würde ich ja jetzt weiterlenken. Nee, dann war bestimmt im Hintergrund irgendwas am Laden, irgendwas am Aufbauen oder irgend so. Eigentlich nicht, weil das obligatorische ARC-Update, was ich irgendwie täglich kriege, habe ich abgestellt. Und sonst ist Steam ganz ruhig. Ja, das lädt ja normalerweise auch nicht, wenn du spielst. Also bei mir ist das auf jeden Fall ausgestellt. So. Zack. Abgeholzt. Diese stehen nämlich wieder in der Ecke, wo ich Stein habe. Eigentlich stehe ich ja vom Mischer. Ja, vorher schon auf. Ich bin schon gewundert, warum ich wieder nicht an das Ding hier dran komme. Ich habe erst gedacht, hier steht wieder ein Kuga. Was? Ja, hätte ja sein können. Hallo Yoshi. Manchmal sieht man euch ja nicht. Oder dich. Man Das wäre ja alles schon. sieht uns nicht. Nein. Sind wir ganz versteckt, wa? Ja. Oh. So, wie viel macht er denn noch? 35, So, mal in die Stadt. In die Stadt. Mal gucken, was los ist. Warte mal, apropos in die Stadt. Ich hab. Alter, jetzt bin ich wieder rausgeknallt. Ich hab nichts mit. Was ist los? Was soll denn das? Also die mit dem niedrigsten Ping haut es raus, ne? Autsch. Gibt's ja welche. Keine Ahnung, also. Ja, heute bin ich mal dran mit Connection Lost. So, Zombies, wo seid ihr? Aber wenn es das Internet wäre, wäre das TS ja auch betroffen. Ich bin mitten in der Stadt und ist kein Mensch, also kein. Super. Bitte was? Hast du gehört? Ich höre. Was? Was? Wenn es das Internet wäre, wäre das TS ja auch weg. Das stimmt. Could not connect to server. Connection timeout. Das liegt am Server gerade. Du hast keine Zombies in der Stadt? Nö. Dann bist du wahrscheinlich auch gerade nicht in der Stadt, wenn der Server nicht ganz
Also, war. Zombies gibt's, aber ich höre hier einen rumstöhnen vorm Haus. Ja, aber er müsste ja, die Stadt müsste ja voll sein. Die müssten ja instant vor ihm aufploppen. Da hinten ist einer. Nein. Ich sehe einen ganz weit hinten. Oh. Die Zombies, die du getötet hast, wenn du das Gebiet gesäubert hast, bleiben für. Oh, boah, jetzt muss ich lügen. Für 1 oder 2 Tage deaktiviert. Okay. Wo sollen wir denn jetzt bauen? Sollen wir so ein bisschen im Grün rein, ne? Ist, glaube ich, eine gute Sache, oder? Oder ist das Schnurzpiepe? Du hattest dir doch einen Platz ausgesucht. Da war letztes direkt Mal. Am Rand irgendwo eine gerade Fläche, oder? Ja, hier sind alles große, super geile, tolle Flächen. Ja, nicht unbedingt, nicht direkt im Zentrum der Stadt vielleicht. Okay, gut, dann baue ich hier. So, hier baue ich, genau hier. Also jetzt, ne, jetzt mache ich, also 100%. Pass mal auf. Wenn du von da strikt nach Süden gehst, Süden, ja. 2 Blocks, genau in die 1, Richtung. 2. So? Da würdest du, wenn du das Haus baust, auf 2 Biomen bauen. Stimmt. Da hätten wir dann 2-mal die unterschiedlichen Zusatzressourcen. Süden. Du meinst eher Westen? Nein. Was? Ach, den großen Süden. Breiten, da ganz hinten. Ach, nein, da. Dreh dich mal nach Süden. So, jetzt. Wenn du jetzt auf der Map guckst. Ich guck auf die Map, ja. Ja, dann gehst du in den nächsten Block, der ist noch braun. Ja. Und dann gehst du in den nächsten Block, der ist braun-grün. Stimmt. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, genau. Der ist noch braun. Genau, geh ich mal dahin. Wenn du dann da über braun und grün baust, haben wir 2 Biome. Stimmt. Wenn wir nach unten buddeln. Genau, das ist doch überhaupt, das ist die fantastische Idee. Und wir sind näher an der Wüste. Da hätten wir das 3. Biom zum Reinbauen. Stimmt. Oh, Mensch, ich hab voll daneben geschossen. Mensch, jetzt bleib doch mal ruhig jetzt. So. Weil jedes Biom hat ja nur unterschiedliche Hauptressourcen, die man finden kann. Ja, das stimmt. Und wenn wir dann schon 3 angeschlossen haben, haben wir schon mal 3 Hauptressourcen. Da ist ja, du, der ist sowas von Wahnsinn. Ja, ja. Ich wäre sowas von absolut, also. So, ich bin jetzt da, ich bin noch ein weiter. So, hier wohnt jemand? Jemand da? Ja. Jemand zu Hause? Hallo? Klopf, klopf. Hallo, geh mal klopfen. Ich klingel mal. Oder hat die Schilder an der Tür? Betteln und Hausieren verboten. Böses Hundi. Wann kam jetzt die Horde wieder? Seid ihr verrückt? Was wollt ihr denn alle hier? Ich wollte hier bauen. Uga? Was meinst du denn? Hundehorde oder normale Horde? Normale Horde. Wir haben Tag 30, also 35. Okay. Ach, also hat sogar noch eigentlich 3 Tage Zeit. Sag mal. Bis Hundehorde kommt. Moment mal, du bist in der grünen Stadt. Warum sind da Hunde? Hier sind keine Hunde. Hast du nicht gerade Hunde gesagt? Nee. Doch. Autsch! Sag mal, wo kommt ihr alle her? Jetzt ist hier Action. Ja, tu so, als wenn du mit einbauen. Ja, genau. Ich würde mal behaupten, da ist eine Wanderhorde bei dir irgendwo gespawnt. Ja, hier, die wandern unheimlich, die hier, muss ich sagen. So, kommt. Brauchst du Hilfe? Ach, das geht schon. Die fallen schon alle so um. Soweit klappt es. Ganz gut. Oh, Kopf verloren. Hey, Freund, nicht von hinten. Also manchmal wird's echt schwierig mit dir. Ja? Komisch dazu. Wo kommen die denn alle her? Ich war gerade so schön dabei, mich seelisch drauf so vorbereiten. Oh nee, ich flieg wieder runter. Was denn? Ich kann wieder die Schmiede nicht öffnen. Was ist denn los? Was nicht? Aber ich kann die. Also das Feuer wärmt mich, ich kann auch abbauen und ich kann auch mein Inventar öffnen. Aber ich kann wieder keine Geräte öffnen. Das ist doch jetzt. Kacke. Komisch, ich versteh's nicht. Das heißt für mich aber, ich knall gleich wieder raus. Alter, die verlieren alle ihren Kopf hier. Tot. Also wäre ich jetzt in der Stadt, wäre ich tot. Ich weiß, es gab Kopfschmerzen. Ach, also. Mein Gott. Was ist denn los? Warum kann ich die Schmiede nicht aufmachen?
Böse Schmiede. Böse Schmiede. Ja. Ich kann ja nichts aufmachen. Nichts machen. Pfui. Böse Schmiede. Pfui. Kacke. Du, ich habe leider keine Ahnung. Ich fische da auch so ein bisschen im Trüben. Genau, das geht mir genauso, dieses Trübe. Und Fischen. Ja. Wo ist denn? Ich baue hier genau auf der Mittellinie, auf Grün. Gerade am Gucken. Pass mal auf. Aber meine Grafikkarte macht auch übelste Sprünge, muss ich ja leider gerade sagen. Die switcht irgendwo immer zwischen unter 50, dann springt die wieder hoch, dann geht wieder runter, dann springt die wieder hoch. Okay. Die ist auch irgendwie heute nicht ganz bei sich. Weil normalerweise ist sie ja nicht 7 Days, lastet die Grafikkarte ja nicht. Normalerweise nicht so. CPU ist eigentlich auch nicht. 6, 7. Nö, CPU ist auch nicht ausgelastet. Das ist doch komisch. 8. Das Spiel 9, mobbt mich. 10. Wir hatten gesagt 10 mal 10, ne? Ja, 10 mal 10. Mhm, 10 mal 10. Ah, die Kiste kann ich öffnen. Ich kann nur keine Geräte mehr öffnen. Ja, dann packe ich jetzt alles in die Kiste rein, solange. Ne? Mysteriös. Ja, finde ich sehr komisch. Ja, vielleicht auch die ganzen rausknallen vielleicht. Du Schlingel. Das ist meine Idee, dass es jetzt verbuggt ist. Der Schlingel. Hast du ja schon mal, ne? Ja. So eine Scheiße. So eine verdammte. So ein Mistdreck. 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 So, zack, zack. So. 1, 2, so. Mieste Drecke. Oh, das war ein zu viel. Dann stopfe ich die Kiste halt voll. Dann muss Kuga zwischendurch mal reinkommen und nachlegen. Ach so. Ja, wenn ich die Kiste nicht aufkriege, die Geräte meine ich. In die Kiste kann ich stopfen, aber nicht in die Geräte. Mach. So, Grundgerüst Hütte steht. 10x10. Eine Reihe habe ich schon zusammen, ja. Wow. 10x10, so groß wird sie. Natürlich nach 10 oben. 10x10 ist aber auch klein, oder? Nach oben. Haben wir nicht jetzt auch 10x10? Wir haben 7x7. Ja, dann ist 10x10 noch gar nichts. Wollt ihr noch größer? Klein bisschen größer würde ich schon machen, wenn du Garten mit rein haben willst. Okay. Nee, wir reden vom Haus, ne? Da kommt Platz drumherum und dann noch die Mauer. 10x10 ist das Haus in der Mitte. Ach so. Ja, das muss einem ja gesagt werden. Aber ich denke immer, das reicht, weil das ein paar Stockwerke hat, nicht? Also das ist ja nicht so... Ich meine, das müsste doch reichen. Und wir haben gesagt, 5 für den Garten, ne? 2. Minimum 5 außenrum, würde ich sagen. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. So. Ach so, wir haben übrigens... Im Stream jetzt die Mopeds und die Zugbrücke. Ist ja Hammer. Ich weiß nur nicht, wie ich das Ding ranbauen soll. Ah, die Brücke, die ist so verdammt teuer. Die habe ich schon fertig, die liegt schon. Ja, ja, aber die ist trotzdem verdammt teuer. Vom Material her. Mhm. Aber cool ist die schon. Ja, und die Mopeds sind auch geil. Herr Stone ist mit dem Ding schon über die Mauer gesprungen. Okay. Ich habe von innen... Nicht schlecht. Weil wir mussten ja irgendwie einen Weg finden, die wieder rauszukriegen. Auseinanderbauen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6. Ja, aber irgendwie ging das Zelt. Da war kein Zelllegen. Das war auch grau unterlegt. Nee. Du musst das Buch natürlich gelernt haben. Sonst kannst du das nicht. Ich hab's ja gebaut. Dann also musst du... Dann kannst du das einfach zerlegen, wenn das da steht, muss mit E, dass das Auswahlrad kommt. Dann kannst du das demontieren und dann kannst du das vor die letzte Tür bringen und dann... Genau, das letzte Teil musst du dann, wenn ich mich recht entsinne, musst du, glaube ich, mit der Wrench abbauen. Das war sehr umständlich. Ja, es ist ja auch nicht geplant, dass du ein Motorrad irgendwo auseinanderschraubst, um es über der Mauer zu heben. Ja, wir wollten jetzt eine Rampe mit einer Luke bauen. Man muss ja auch rein wiederkommen mit den Dingern.
Wobei wir uns überlegt haben, vielleicht eine kleine Garage draußen hinzustellen. Damit wir die Dinger nicht immer rein und raus tragen müssen. Entweder eine Garage oder eine doppelte Rampe. Dass du von der einen Seite eine Rampe machst, dass du in die Mauer reinhüpfen kannst. Die muss ja höher als die Mauer sein. Aber auch genug Abstand, damit die Zombies das nicht auch machen. Und andersrum halt genauso. Ja. Also das geht, das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist aber ziemlich nervig, weil du ziemlich hoch bauen musst. Ich weiß, ich habe die Rampe innen schon fertig. Ich meine, von innen, die ist ja an der Betonmauer dran, ne? Sieben. Das ist ja, aber von außen, die muss ja über die Spikes gehen. Das ist schon ein, ohne Worte. Ich fühle mich super, warum geht mein Leben denn nicht nach oben? Das Leben geht nur noch hoch, wenn du isst. Ach, sonst nicht? Von alleine geht das nicht mehr hoch. Essen und trinken. Ja, dann. Okay. Dann bau dir was in die Kiemen. Aber Rinder. Das ist wieder eine sehr interessante Folge für meine Leute. Machst du fleißiges Ein- und Auslockspielchen? Nein, ich mach fleißiges Steineklopfen. Ach so. Damit wir genug Material für unser neues Haus haben. Ja, in 6 Minuten fange ich an loszulaufen, Geschenke zu verteilen. Oh, ich bin ja so gespannt. Ich bin ja so gespannt. Ja, dann kannst du ja, wenn du sowieso Geschenke verteilst, bei mir dann auch gleich die Geräte anwerfen. Wo bist du? Bist du noch im Keller beim Bauen? Ja, ich bin beim Zementmischer. Okay. Also größentechnisch sieht ja schon gar nicht schlecht aus. Dabei muss ja, ne? Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich habe jetzt, glaube ich, hier dann komplett 2 Folgen an dieser blöden Werkbank rumgestanden. Ja. Zum Glück nehme ich nicht auf. Ja, das ist, es gehört nun mal dazu, ne? Irgendwo. So ist es leider. Irgendwo gehört es ja dazu, auch wenn es teilweise ja echt nervig ist. Dieses Perk. Wenn ich das im Stream habe, dann lese ich in meinem Stream-Chat schon immer Perk. Ja, aber das ist echt wichtig. Also du merkst ja, die Qualität, die du dann herstellst, ne, geht ja unermesslich hoch. Ja. Bringst du mal eine neue Spitzhacke? Ach nee, ich bin ja fürs Werkzeug zuständig. Scheiße. Hätte ich vorher mal dran denken sollen. Na, du altes Schwein. Ich kann dir das Material dafür mit. Ach nee, du musst ja an die Werkbank. Ja, ja. Aber ich glaube, so. Irgendwo müsste noch eine sein, wenn du mir noch eine ganze mitbringst. Irgendwo in den Kisten. Oh Gott. In die Supply habe ich, glaube ich, irgendwo spitz nochmal welche reingelegt gehabt. So. Könnte sein, dass ich die vielleicht eventuell, naja, sagen wir es mal so, mit meinem kaputten Zeug aufgewertet habe. Ja, da war ja für jeden eine, nicht alle für eine. Nö, ich habe von jedem nur einen Teil rausgenommen. Da müssten eigentlich mehr, ich habe da glaube ich mehrere reingelegt. Also ich habe die aus dem Workbench habe ich das Zeug rausgenommen, was da drin war. Ja, die hatte ich hier ja extra gebaut. Da war glaube ich eine Schippe und eine Axt drin. Da war von jedem einen drin, extra für dich hergestellt. Nee, da waren nur 2 Sachen drin. Echt? Dann hast du letztes Mal aber schon was rausgenommen. Ich hatte kann sein. Das... Aber irgendwo hatte ich auch nochmal welche reingelegt. Okay, die habe ich nicht. Kannst ja mal gucken, ob irgendwo noch was drin liegt. Oder ob wir die schon benutzt haben. Wenn du dann dich auf den Weg machst, den Weihnachtsmann zu spielen. Also hier ist jede Menge Eisenzeugs in der Explosionskiste. Mhm. Guck mal, kaum sagst du das Wort Explosion, ne? Da wird er schon wieder hellhörig. Ja. Sondern übrigens letztens mit Dynamit, also... Ja, das ist nicht mehr so effektiv, das macht keinen Spaß mehr. Ja, besonders er hat sich selber weggesprengt. Weil das Ding nicht weggeworfen, zu weit weggeworfen hat, sondern immer für die Füße. Nase. Nee, das ging auch nicht weiter.
Okay, also hier ist nur noch jede Menge Eisenzeug in den verschiedenen Kisten. Ja, verdammt. Verdammt. So. Halt. Halt. Naja, in 4 Minuten ist die Werkbank frei. Ja, eine halbe Pickup habe ich ja noch. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht Material haben. Ja, ich habe sogar Stahl in der Tasche, um eine neue Stahldings zu machen. Ja, alles gut, alles gut. Aber ich komme jetzt mal kurz zurück und mach mir mal eine neue Vorsichtshalber. Weil. Was? Beine oben im Schrank. Eisen bringe ich mit. So, jetzt ist mir den richtigen Weg. Upsala. Den geradesten Weg. Den geradesten Weg vor allen Dingen. Den geradesten, genau. Ich muss nämlich auch noch was essen. Dann kann ich für dich die Geschenke ja schon mal in die. Dings packen. In die Explosionskiste. Machen Sie das. Wer hat eine hübsche Hütte? Habe ich was vergessen? Scheiße, ich habe was vergessen. Das noch. Achso, bin ich draußen. Ich wollte nicht nach draußen. Ich will nicht nach draußen. Frische Luft ist nicht gut. Nee, das ist, nee. Ganz schrecklich. Ja, das ist. Frische Luft ist echt nicht gesund. Hatte ich hier noch irgendwo. Ach, hier ist kein Holz mehr drin. Ich hab mich vertan, ich brauche noch 17 Minuten länger. Toll, jetzt haben wir uns die ganze Zeit gefreut. Oh, Mist. Ja, weißt du. Ja, aber Tana hat ja schon mal. Also. 3/4 kann sie ja schon haben. Und vielleicht verpetzt es ja nicht. Mich interessiert gerade, dass ich an mein Material komme. Es hört sich doch an, als ob du alles auf und zu machst. Ja, es ist aber kein Stahl drin. Und wenn du gerade die Werkbank blockierst, bringt es mir ja nichts, hier rumzustehen, weil ich kann ja nichts bauen, solange okay. Du da rumhantierst. Dann mach mal fix. Weißt du? Ich wollte jetzt nur mal eben. Die beiden Öfen kann ich übrigens anfassen, komischerweise. Du kannst auch eben an die Werkbank, wenn du möchtest. Ja, ich muss erstmal Stahl herstellen. Weil wir haben alles, nur kein Stahl. Ja gut, dann muss das ja eh noch brennen, dann kann ich ja hier weitermachen. Also ich muss mal sagen. 20, ja, ich habe nur 22, das ist zu wenig, ja. Das hier. In 2 Minuten hätte ich da gerne die Werkbank. Oh. Okay. Hier war ein Loch. Hast du denn dann genug Stahl oder soll ich ja, den Stahl an? Dann habe ich genug Stahl. Ich habe jetzt 24. So, Ach, da sind noch die Frames am Laufen. Ich kann dir auch erstmal meine Pickaxe geben. Ah, ist ja auch Blödsinn. Das hier zwischen zwei Biomenbäumen ist echt cool. Ach, das merkst du jetzt beim Mauersetzen? Das ist wirklich sehr interessant. Also wenn ich jetzt ins wenn ich da so zwischen gehe. Ja, da ändert sich der Sound. Wir müssen dann nur gucken, wie wir dann den Gang nach unten bauen. Welchen Gang nach unten? Ja, Die Mine. Ich würde sagen, den bauen wir dann von Nord nach Süd schräg runter, ziemlich genau an der Grenze, dass wir dann nach links und rechts abschweifen können und dann uns dabei schon Richtung Wüste fortbewegen. Ja, aber nicht das Haus untergraben, oder? Ja, nur mit dem Gang. Ach so. Untergraben. Nein, nicht unterhöhlen. Hallo? Es gibt ein böses Erwachen, wenn du weit genug buddelst. Ja. Stimmt. Weg ist sie. Ich breche ich jetzt ab, damit ich ja meine. Nee, noch nicht abbrechen. 2 Minuten 10 noch. Nein, ich habe hier die Sachen in der Schmiede abgebrochen. Aber das Aufwerten geht ja richtig ratzifatzi hier. Hast du einen Hammer oder die Branch? Ein Hammer. Jo. Hammer ist 2 Schläge, müsste das sein, ne? Ja. Das Einzige, womit es ja noch besser geht, ist die Nail Gun. Ja, das ist natürlich dann.
Davon haben wir jetzt 3 Stück im Dings. Ja, das hatte ich auch schon mal, ey. Mach das erste Auto auf, was du findest auf der Straße. Nailgun. Zwar scheiß Qualität, aber egal. Erstmal benutzen man es ja eh nicht. Ja. Erst haben wir wochenlang nichts gefunden, ne? Und jetzt haben wir alles gefunden. Wir haben den für die Schmiede den Messschieber gefunden. Wir haben das Buch fürs Motorrad gefunden. Wir haben Kettensägenrezept gefunden. Holzhobel auch ganz bestimmt. Dann das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, Scharfschützengewehr. Das Rezept. Das kann ich leider nicht herstellen. Ja, weil. Kettensäge ist schon cool, aber Bohrer ist viel geiler, finde ich. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Oder haben wir den? Weiß ich gar nicht. Also doch. wenn du dich richtig durch die Erde buddeln kannst mit dem Ding. Das ist besser. Ist ja. Weil so ein Baum, wenn du einmal Stahlwerkzeug hast, da guckst du den Baum weg. Ich muss morgen mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Rezept gefunden habe. Ah, nee, wenn, dann müsste es eh Stone haben, weil ich Waffen mache. Dann sehe ich nächste Mal Zoba, wenn er da ist. Er meldet sich dann. Irgendwann hörst du nur noch für den Boden. Zoba ja. Macht nur das, was Krach macht. So ist es. Was Spaß macht. Macht der Erdbohrer keinen Krach? Doch. Ziemlich. So. So, ich würde dir jetzt ganz kurz die Forge überlassen. Ach Quatsch, die Dingsbums. Die Dingsbums? Obwohl, warte. Mach mal eben so, dann habe ich nämlich deine Geschenke fertig in 3 Minuten. Ja, machen sie. Weil dann kannst du dein Werkzeug machen und dann liefere ich sowas Geschenke aus. Ich habe Geburtstag, ich krieg's zuerst. Eben. So, jetzt wissen die Leute, wann wir aufgenommen haben. Montag. Ah, nee. Aber ich habe schon gesagt, bei Facebook gehe ich dann heute Abend erst kurz vor 12 rein und schreibe dann einfach für alle, nicht so wie bei Twitter heute jedem, sondern schreibe dann Danke an alle, die heute an mich gedacht haben. So wie alle anderen es auch machen. Weil es ist ganz schön anstrengend, jedem einzeln zu antworten. Tja. Mhm. Das ist ja, also dieses Betonkram finde ich ja wirklich faszinierend. Also das mache ich aber ähnlich, Tana. Also wenn mir jetzt an meinem Geburtstag kriegst du ja aus sämtlichen Kanälen irgendwo kriegst du dann ja, besonders ich schieß auf und das Handy ist schon Akku am Limit. Ja, genau. Der Tisch hat schon einen Brandfleck, weil das Ding so heiß geworden ist. Ja. Der war heute Morgen, das allererste, was ich gemacht habe heute Morgen, war erstmal das Handy an den Akku legen. Ja. Und das, dadurch, dass es dauernd pinkte, kam es aber auch nicht zum Laden. Aber das Erste, was ich mir angewöhnt habe, bei allen Leuten, die ich weiß, die dann abends auf ein Bierchen vorbeikommen, antworte ich gar nicht. Das wissen die aber auch. Braucht man ja auch nicht. Ich hab gesagt, heute braucht keiner kommen. Ich bin nicht da. Weil das wäre totaler Blödsinn. Weil da tippst du ja die Finger wund. So ist es. Das Schöne ist auch, sind die Leute, die bei Facebook kriegst du ja meistens einen Tag vorher in Erinnerung. Die dann auch einen Tag vorher gratulieren. Das bringt ja eigentlich Unglück. Ne? Ja, das sind dann die Leute, die so intelligent sind zu lesen. Sagen wir es mal so. Ja, wo ich mich dann aber auch frage, warte mal, wir kennen doch so lange. Warum? Nee, die kriegen die Meldung, Geburtstag, oh, gratulieren. Die lesen nicht. Ja. Also ich ignoriere konsequent alle Geburtstage bei Facebook. Ich benutze es aber auch nicht.
Deswegen gehen mir die auch alle durch. Ich schreibe dann jedes halbe Jahr, ja, ich gratuliere dann nachträglich allen, die ich das letzte halbe Jahr vergessen habe. Ja, tut mir leid, aber ihr wisst ja Bescheid, wie es so ist. Manchmal hat so viel Stress und man kommt da einfach nicht zu. Die wissen alle, ich benutze Facebook nicht. Ich logge mich vielleicht 5-mal im Jahr ein. Ja, bei mir ist es auch sehr wenig geworden. Ne? Sehr wenig geworden, weil... Ja. Explosionskiste. Ja, Moment, lass mich eben mein Stahl. Explosionskiste, ist denn hier die Explosionskiste? Da. Klasse, schönes gebaut. Ganz unten. Oh. Dafür durfte ich doch ein bisschen blockieren, oder? Ein bisschen, ja. Oh, jetzt sehe ich aber nicht. Hm? Doch, du bist immer noch unser Frosch. Der Lara Croft aber nicht. Naja, Alter, das läuft ja wie geschnitten Brot. Ohne dir zu nahe zu treten. Also. Obenrum. Ne? Also so die Mitte vom Körper. Wo du mir gerade deine Armbrust durchschiebst. Die passt wie Lara, aber. Naja, so die untere Hälfte von hinten. Keine Ahnung, nix, ne? Nee, nicht so wirklich. Aber die Charaktergestaltung ist hier auch, glaube ich, nicht ganz so kreativ. Achso, das Eisen kann ich gleich hier lassen. So, kannst du gleich nochmal Frames hier anwerfen? In der Schmiede, ich weiß nicht, ob du noch brauchst. Weiß so. Ich auch nicht, aber wir können nie genug haben. Das ist schön. So, nee, nein. Ah, Rebars. Nee, nicht Rebars. Iron Bars haben wir nicht. Ach doch, da sind welche. Brauche ich neue? Na, da, fertigen. Na komm, mach einfach mal. Alter, das Material geht weg wie warme Semmel hier. Ja, ja. Sie wollen es gerne haben. Dran. Ich arbeite dran, Herr Zuber. Für Nachschub. Apropos, kannst du mal rüberrennen und den Zementmischer anschmeißen? Das darf nicht wahr sein. Jetzt ist kein Zement mehr da. Och, du Grüne. Einmal rüber, bitte. Material ist ja noch genug da hinten, ne? Ja, ja. Ist alles da. Ich kann bloß die Geräte nicht öffnen. Mach ich auch gleich wieder rüber. Dann sehen die Leute heute bei mir einmal eine Farmfolge. Es tut mir leid, ich bin heute ein Kellerkind. So, Freund, ich hau jetzt mal die USB-Platten davor. Was? Die USB-Platten habe ich mir schon mal davor gekloppt, damit wir das mit Beton vollkippen können. Da fehlt mir noch ein bisschen, also da fehlt mir echt nur ein kleines bisschen, nämlich einmal für die Außenwand rum. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Mittendrin steht ein Baum, überhaupt. Also, ich kann Forge und Zementmischer auch nicht nutzen. Bitte. Hier unten. Ja, dann. In die Kiste komme ich. Ja, in die Kiste komme ich auch. Dein Job. Ja, dann mache ich das gleich so, wenn wir gleich Pause machen, dann relogge ich. Nu, es ist nämlich jetzt Zeit. Wir haben 33 Minuten durch. Och, du grüne Leute. Ich hole nur eben meine neuen Werkzeuge aus der. Der Bank hier. Aber das sieht ja schon mal sehr cool aus. Die Außenwand steht. Hoffentlich ist das groß genug. Hoffentlich kommen sie jetzt nicht auf die Idee, wenn der Kugel hier angestiefelt kommt und sagt, das ist ja schön gemacht, aber das fährt in die Wohnung. Dann bitte nochmal 6 drauf und rum. Das ist falsch gemacht, das musst du normal machen. Ja, kloppt das mal wieder ab. So geht's aber gar nicht. mit der Steinaxt der Grauen. Genau. Mit dem Knochenmesser. Geh mit dem Knochenmesser bei. Ja, Knochenmesser, genau. Einmal Strafarbeit. Ja, genau. Okay, Freunde, ich denke mal, die Zeit ist durch. Wir sagen mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann einen dicken, fetten Daumen nach oben, ne? Was in die Kommentare schreiben, da werden wir natürlich liebend gern drauf antworten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ich hab's lange nicht mehr gesagt, aber wenn es euch nicht gefallen hat, gebt erst recht einen Kommentar, weil sonst ändern wir nichts. Bye. Genau, richtig, stimmt. Bye.